Ja, ich war auch sehr gehypt. Das hält sich bei mir alles gerade in Grenzen. Heute auf der Arbeit schon ein großes Thema gewesen. Deswegen, so, Thema Julian Nagelsmann. Ich werde jetzt hier reden aus Fansicht. Deswegen kann meine Meinung nächste Woche eventuell auch anders sein. Ich bin hier jetzt definitiv nicht neutral in dieser Sache. Da bin ich der falsche Mann dafür. Ich bin seit 2008 Mitglied in diesem Verein. Ich habe alles mitgemacht in diesem Verein. Mittlerweile kann man schon fast sagen, Höhen und Tiefen. Und das, was da gestern Nacht passiert ist, ist für mich ein absolutes Unding. Ich kriege diese Nachricht um, ich weiß es noch genau, 22:30 Uhr punktgenau auf mein Handy von Fabrizio Romano. Und ich gucke diese Nachricht. Denk mir nichts dabei. Lese nur, es geht um den FC Bayern. Auf einmal steht da drin, Julian Nagelsmann ist gefeuert. Für mich erstmal, ich wollte die Sache nicht glauben. Ich wollte diese Sache nicht glauben. Bei Gott nicht. Das wollte in meinen Kopf nicht rein. Niemals darf dieses Projekt Julian Nagelsmann scheitern. Niemals. Und dann kommen da mehrere Medien und von der Ultragruppierung die Leute äußern sich. Und es scheint wahr zu sein. Julian Nagelsmann wurde entlassen zu diesem Zeitpunkt, Punkt 22:30 Uhr. Ich schwöre euch bei Gott, bis 2 Uhr morgens nicht schlafen. Sag ich euch so, wie es ist. Ey, das ist, also klar, ihr seid neutral, ihr freut euch wahrscheinlich, euch belastet diese Sache nicht so, aber ihr müsst vorstellen, als Bayern-Fan, als langjähriges Mitglied, der gefühlt, wenn wieder sein Auto da ist, alle 2 Wochen im Stadion ist, der quasi Tausende von Euros pro Jahr ausgibt für den FC Bayern München, der komplett mit dabei war bei den größten Spielen und alles. Ist das ein riesen, riesen Ding? Denn ihr müsst euch vorstellen, ihr müsst euch vorstellen, dieser Mann stammt aus München. Dieser Mann ist ein junger Trainer und wurde ein Jahr vorneweg, 1,5 Jahre vorneweg, voll gelabert. Er kriegt einen 5-Jahres-Vertrag. Wir bringen das Mir Samir wieder zurück. Wir bringen eine Ära, egal wie es läuft. Julian Nagelsmann wird festgehalten. Wir Bayern-Fans sind auf einer Masche unseres Präsidenten hereingefallen. Und deswegen ist diese Enttäuschung auch so geisteskrank hoch. Denn ihr müsst euch vorstellen, dieser Mann kommt aus München. Dieser Mann war jahrelang Bayern-Mitglied, schon vor den FC Bayern er Trainer war. Na? Vergiss diese Sache nicht. Dann kommt noch hinzu, dieser Mann trainiert sein Herzensverein. Wir holen ihn als teuersten Trainer der Welt. Er bekommt ein Gehalt von 8 bis 9 Millionen pro Jahr, hat eine Ablöse, kommt darauf an, wann er entlassen wird. Im ersten Jahr 50 Millionen, im zweiten Jahr 40 Millionen, drittes Jahr 30 Millionen, zweites Jahr 20 Millionen, letztes Jahr 10 Millionen. Und es ist geisteskrank. Es kommt und es muss gekracht haben. Es muss krass gekracht haben. Es kann nicht nur an dieser sportlichen Leistung sein. Das sage ich euch so, wie es ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Denn wir reden in sportlicher Leistung. Champions League, beste Champions League mit aller Zeiten aktuell. 2 Gegentore in der Gruppe mit Barcelona und Inter Mailand. Die haben wir gegen Pilsen bekommen. Wir haben gegen Paris Saint-Germain mit den besten Spielern, mit der besten Offensive der Welt, was Lionel Messi, Kylian Mbappé und so weiter angeht, die haben wir in der Tasche gesteckt. Die haben mit Hin- und Rückspiel kein Tor geschossen. Wir sind souverän gegen diese weitergekommen. Jetzt kommt Manchester City, das wird der nächste Jahr brauchen, ist aber noch nicht entschieden. Also ich lasse hier auch gerade meine Gefühle freien Lauf. Dieser Zusammenhang könnte kompliziert werden. Aber ist mir jetzt egal. Wir stehen in der Bundesliga nicht optimal da. Ja, wir stehen nicht optimal da. Wir sind aber nur ein Punkt hinter Borussia Dortmund. Wir spielen in 1,5 Wochen gegen Borussia Dortmund, wo wir das Ruder wieder rumreißen können. Wir stehen im DFB-Pokal wieder mittendrin. Wir sind nicht in der ersten oder zweiten Runde rausgeflogen wie die letzten Jahre. Wir sind wieder dabei und wir sind auf gutem Wege ins Finale zu stoßen. Kann mir das aus sportlicher Sicht nicht vorstellen. Wir sind natürlich nicht optimal da. Natürlich ist das keine optimale Saison von uns. Aber ich würde dennoch sagen, wenn das eine Saison bewerten müsste, von 0 bis 10, würde ich uns eine 8 geben. Sage ich euch immer noch. Ja, es ist
oft mal unstabil. Die Leistungsträger sind manchmal nicht da. Entwicklung ist nicht so vorhanden zu sehen. Ja, 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 und wir haben vielleicht den besten Kader aller Zeiten. Ja, stimme ich zu. Ist nicht alles perfekt. Aber wir haben doch nun mal gesagt, dass wir sagen, wenn die Saison mal nicht Meister werden, ne? Herbert Hainer, unser Präsident, wir sehen uns auf der Jahreshauptversammlung im September, hat gesagt, wir werden dran festhalten. Hat er gesagt. Jetzt stehen wir an dem Punkt. Wir sind nur ein Punkt hinter Dortmund. Und ja, wir haben 10 Punkte verspielt auf Borussia Dortmund. Das darf nicht passieren. Aber ist es wirklich eine entlassungswürdig, wenn wir reden, und anscheinend soll es ja deswegen sein, das glaube ich aber nicht, wenn du im Viertelfinale der Champions League stehst, gegen Manchester City, du Paris rausgehauen hast, eine super Champions League-Saison gespielt hast, im DFB-Pokal noch drin bist und nur ein Punkt hinter den Ersten und du aber trotzdem am Meister werden kannst, weil du noch gegen den spielst. Das ist für mich keine entlassungswürdig. Muss ich sagen. Vor allem dann noch diese Summe. Aber was uns Münchner Fans so sauer macht, und da bin ich nicht nur alleine, ist nicht nur, dass unser Traum geplatzt worden ist, dass wir verarscht wurden von vorne bis hinten von wer auch immer dafür zuständig ist. Ob es der Kahn ist, ob es der Brazzo ist oder Herbert Hainer. Herbert Hainer, auch schöne Grüße nochmal dazu. Schön, dass er heute sich früher verpisst hat, obwohl Julian Nagelsmann noch gar nicht da war. Sprich, es war bei dem Gespräch nur noch Kahn und Brazzo überlassen. Man hat Herr Hainer das gar nicht machen lassen. Auch schöner Präsident an dieser Stelle, muss ich sagen. Herbert Hainer, auch wenn Sie das sehen und ich Sie letzten 2 Jahre am Ämter gewählt habe, muss ich auch sagen, wir sind hier nicht bei Adidas, wir sind hier beim großen FC Bayern und hier wird das Mir sein Mir eigentlich groß geschrieben. Ich sage eigentlich, weil das, was jetzt passiert ist, ist nicht Mir sein Mir, das ist Mir sein peinlich. Sage ich euch auch so, wie es ist, muss ich sagen, das kann nicht sein. Wir sind in Europa bekannt, unter diesen Top-Vereinen der familiärste Club der Welt zu sein. Abgesehen von dieser Ölscheiße. Aber das, was wir jetzt gemacht haben, ist genauso schlecht wie diese Plastikclubs, wie diese Ölscheiß und alles drum und dran. Diese Vereine sind genauso wie wir jetzt. Wir sind auf einer Stufe, haben wir uns mit denen gestellt. Das ist der FC Hollywood, wie wir ihn kennen. Das ist der FC Hollywood. Und wir gehen jetzt hier nochmal direkt rüber zu Twitter und gehen zum Herbert Hainer, seine Aussage vor 4 Tagen, Chat. Vor 4 Tagen. Er sagte, dass Julian Nagelsmann einen Vertrag, warte mal, ich kann es ja auch auf Deutsch für euch übersetzen. Wir haben Julian Nagelsmann einen 5-Jahres-Vertrag gegeben, dass sie daran festhalten, dass man mit der Aufgabe wächst und Julian Nagelsmann es diese Saison besser macht als letzte Saison. Und 4 Tage später, 3 Tage später entlässt du Julian Nagelsmann, während er im Urlaub ist und er es durch die Medien erfahren muss. Wie dreckig muss das sein, dass du bist im Urlaub und kriegst die Nachricht von Medien und wirst von der Sportbild und vom Kicker angerufen, ey, du bist ja vom FC Bayern entlassen worden. Und die Bosse haben dich noch nicht mal informiert. Es war Statement gegeben, dass heute ein Krisentreffen sein muss. Dieses Krisentreffen war kein Krisentreffen um den Verein, um die Spieler, um die Mannschaft. Es war ein Krisentreffen um Julian Nagelsmann, seine Kündigung. Und dass man direkt einen Trainer wie Thomas Tuchel parat hat. Schön und gut, ich bin Thomas Tuchel-Fan, ich sehe ihn aber nicht beim FC Bayern, muss ich ehrlich sagen. Weißt du schon, dass die Bayern seit Wochen mit Thomas Tuchel in Kontakt sein müssen? Weil solche Verhandlungen laufen nicht von heute auf morgen. Das muss ich euch auch genauso sagen. Das kann es nicht sein. Das ist, wie gesagt, ich rede hier aus Fansicht. Ich rede mir auch gerade einfach den Mund fusselig, weil es einfach sein muss. Wie gesagt, ich rede vielleicht in nächste Woche anders drüber. Aber aktuell ist das einfach meine Gefühlslage. Und die probiere ich euch zu verstehen zu geben. Natürlich ist ein Tuchel ein erfahrener Trainer, ein erfolgreicherer Trainer als Julian Nagelsmann. Aber Julian Nagelsmann ist ein junger Trainer, der den FC Bayern geliebt hat. Und das ist für mich unverzeihlich. Und wir müssen reden, so schlecht stehen wir eigentlich in der Liga ja auch gar nicht da. Denn viele vergessen, in den Top 5 Europas tut auch ein Manchester City oder sonst was immer mal wieder Sachen oder wie so immer mal wieder so Durchstrecken drin haben. Vor allem in dieser Saison,
haben die Leute vergessen, vor allem die deutschen Medien, die uns Tag für Tag immer nur schlecht darstellen, haben die vergessen, dass wir die härteste Saison aller Zeiten haben, wo die meisten Spiele gespielt haben. Wir hatten vor ein paar Monaten noch eine WM und die nicht Ende der Saison war, mit einem Monat Pause. Die ist mitten in der Saison gewesen. Dass Spieler mal auf und ab haben, ist völlig normal. Und jetzt habe ich euch extra noch was vorbereitet, weil mich das interessiert hat. Und ich zeige es euch so, wie es ist. Das kann erstmal die Statistik von Julian Nagelsmann. Zur letzten und dieser Saison. Ich zoome das für euch ran. Diese Saison holt er im Schnitt 2,08 Punkte pro Spiel. Das ist ein guter Wert, Chat. Das ist ein pro Spiel 2 Punkte. Das ist ein überragender Wert. Ja, letzte Saison hat er 2,26 Punkte im Schnitt geholt. Sind aber auch noch 10 Spiele mehr zu spielen in der Liga, müssen wir sagen. Und es sind nur, sagen wir, 0,2 Punkte mehr, die er geholt hat. Das ist kein schlechter Schnitt. Das ist nicht schlechter. Chat, das müsst ihr verstehen. Das sind 0,2 Punkte. Ja, okay, das sind dann auf 4 Spiele 1 Punkt mehr liegen gelassen. Okay, ja. Aber bei einer Saison, wo die meisten Spiele gespielt worden sind, kann das nicht sein. Und ja, Julian Nagelsmann hat den besten Kader aller Zeiten hingebrettert bekommen. Und nein, wir dürfen keine 10 Punkte auf Borussia Dortmund verspielen, egal was passiert. Ja, verstehe ich vollkommen ganz, dass da nicht alles super läuft. Aber das ist für mich kein Entlassungsgrund. Weil wenn wir jetzt sagen, wir gucken auf die Bundesliga-Saison, wir haben diese Saison am 25. Spieltag 52 Punkte. Wir hatten letzte Saison zu der Zeitpunkt 59 Punkte, my friends. Das sind natürlich 7 Punkte Unterschied. 7 Punkte sind viel. Natürlich, Chat. Würde ich auch nicht sagen. Aber wir reden hier von so vielen Spielen, die der Verein einfach machen muss. Und jetzt gucken wir uns einfach mal zum Beispiel diese anderen Clubs an. Die letzten Meister. Real Madrid, 56 Punkte diese Saison. Letzte Saison 60 Punkte gehabt. Auch hier haben wir einen Punktverlust von 4 Punkten zu diesen Spieltagen. Wir haben jetzt hier Manchester City mit 61 Punkten. Letzte Saison 69. Auch die haben 8 Punkte verloren, Chat. Da redet keiner drüber über Pep Guardiola. Weil die nicht dumm sind. Weil die nicht in Deutschland leben, da redet die keiner schlecht. Da redet die keiner schlecht. Das ist ein Manchester City, der hat auch seine Höhen und Tiefen mal. Mal schlachtet der einen Gegner 7-0 ab und mal verliert er dann 0-2. Das ist so. Jetzt gehen wir zu Paris Saint-Germain rüber. Diese Saison 66 Punkte. Letzte Saison, oh, da haben sie sogar gebessert. Letzte Saison sogar 65. Paris Saint-Germain hat sie sogar gebessert. Um einen Punkt. Um einen Punkt. Trainer trotzdem in der Kritik. Vergiss das nicht. So, Serie A. Gehen wir weiter. AC Milan, Meister, 48 Punkte. Wir gehen zurück. Eine Saison davor. AC Milan. Warte mal. Halt. Habe ich einen Fehler? Nee, doch. Also, doch, habe ich richtig. 48 Punkte letzte Saison AC Milan. Diese Saison 57. Die haben auch eine Steigerung hingelegt. Man muss aber auch sagen, dass der FC Bayern und Manchester City, die zwei Clubs sind, mit den meisten abgegebenen Nationalspielern. Das sind die zwei, wo die größte Punkteunterschied ist. Es ist kein Zufall, my friends. Wirklich, es ist kein Zufall. Es ist wirklich Real Talk so, dass das nicht sein kann. Wir haben, der FC Bayern war der Verein mit den meisten WM-abgegebenen Spielern und mit den meisten, wo ein Trümmerbruch zurückkommt. Wir waren der Verein, wo die meisten Spieler abgegeben hat. Und der Verein, wo die meisten Versager zurückkamen. Auch hier ist mental eine ganz klare Sache zu reden. Das wird natürlich auch mental in den Köpfen sein. Und das Einzige, wo ich wirklich verstehen kann, womit ein Grund, oder eigentlich darf es kein Grund sein, aber ich kann es verstehen, dass Julian Nagelsmann seine Freundin bei der Bild arbeitet. Das ist herzlich unklug. Das ist halt Real Talk ungeil, muss man sagen. Weil ich denke, dass das eventuell auch der Grund sein könnte. Aber ich kann es mir ja nicht vorstellen, was hätte Julian Nagelsmann davor. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Maulwurf. Wir sind auf der Suche auf den Maulwurf. Der ist noch nicht da. Es werden immer noch Taktiken rausgegeben bei uns. Und es muss einen im Verein geben, der die Bild und alles füttert mit Informationen über unsere Taktiken. Und ich denke, dass es eventuell da einen Grund geben könnte.
ist eventuell rausgekommen, dass die Frau von Julian Nagelsmann die Taktiken weitergegeben hat? Weiß ich nicht. Will ich jetzt auch nicht verschwören. Könnte aber sein. Fakt ist, dass Spieler sich bei Pratzo und Kahn beschwert haben, anscheinend, oder diverse Spieler, dass sie sich nicht frei in der Kabine oder äußern können und nicht wohlfühlen, weil Nagelsmann seine Freundin, ja genau, weil Julian Nagelsmann seine Freundin bei der Bild arbeitet. Weil sie Angst haben, dass irgendwas rauskommt und ihre Karriere dadurch zerstört wird. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen, als Spieler muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und es, mir tut es auch ein bisschen um Tuchel leid. Ich war vor ein paar Jahren, wollte ich den Tuchel eventuell als Alternative haben, als Bayern-Trainer. Da war halt frei, da haben wir einfach nicht schnell genug reagiert. Da hatten wir noch Kovac als Alternative. Das waren die zwei. Und klar, könnt ihr mir jetzt sagen, ey, du hast so vorhin geredet, Tuchel passt zum FC Bayern nicht. Zwischen Tuchel und Kovac ist dann doch nochmal ein klasse Unterschied. Aber ich denke, wir haben hier ziemlich hinterfotzig gearbeitet in München. Ich erzähle trotzdem noch wir. Ich bin nicht einer der Fans, der jetzt sagt, ich habe mit dem Verein nichts mehr zu tun. Wir sind trotzdem noch hier und wir werden auch weiterhin hinter dem Verein stehen. Natürlich werden wir hier auch Sachen machen gegen Heiner. Da werden Plakate und alles können. Da bin ich mir hundertprozentig überzeugt. Aber ich werde jetzt bei Gott nicht sagen, ey, ich hasse diesen Verein über alles. Und deswegen tut es ja so weh, weil wir als Fans einfach... Naja, ich darf dieses F-Wort nicht sagen. Ihr wisst, was ich meine. Wir wurden von hinten so gemacht. Und das kann nicht sein, Mann. Wir hatten diesen Traum. I have a dream. Er kommt auf die Leitung mit Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld und Pep Guardiola. Diese drei Trainer sind so liebevoll bei uns. Und ja, wir haben als Fans auch mal Julian Nagelsmann kritisiert. Und ja, wir haben nicht alle Einwechslungen verstanden. Aber er war einer von uns. Er war Mitglied. Er stand im Stadion früher. Selbst wo er bei Hoffenheim war, war der oftmals im Bayern-Stadion. Hat sich unsere Spiele angeguckt. Mit roter Jacke. Was gab es da für einen Stress immer wieder? Oder auch bei Leipzig stand er trotzdem bei uns im Stadion. War ihm scheißegal, weil er genauso den FC Bayern liebt. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid Julian Nagelsmann. Ihr seid ein kleines Kind. Ihr träumt vom Fußball, werdet Profitrainer. Bester Abschluss Deutschland, den es jemals gab. Julian Nagelsmann. Ihr seid der jüngste Profitrainer, den es jemals gab. Ihr seid Julian Nagelsmann. Ihr geht zu Hoffenheim und entwickelt euch da weiter. Konntet dann schon zum FC Bayern gehen, habt abgelehnt, obwohl es euer Lieblingsverein ist, weil ihr sagt, ihr seid noch nicht reif im Kopf dafür. Der FC Bayern ist noch eine Nummer zu hoch. Ich gehe lieber zu Leipzig und dann gucke ich, ob ich den Zwischenstep bekomme. Geht zu Leipzig, dann kommt nochmal dein Lieblingsclub an und sagt, ey, wir sind bereit für dich, den teuersten Trainer der Welt zu werden. Du kriegst einen 5-Jahres-Vertrag, das hat niemand bekommen. So, damit du dir sicher bist, wir geben dir hier 50 Millionen, müssen wir dir geben, wenn wir dich entlassen. Auch wenn es scheiße läuft, wir glauben an dich. Julian Nagelsmann seid ihr in dem Moment und es ist euer Lieblingsverein. Und ihr sagt, ey, jetzt lehne ich dich nochmal ab, ich bin soweit. Komm, kauft mich frei von Leipzig, ich komme zum FC Bayern. Ihr kommt dahin und spielt, ihr werdet Meister. Ihr werdet Meister, das hattet ihr euch als kleines Kind gewünscht, mit dem FC Bayern Meister zu werden. Ihr werdet Meister. Jetzt am Ende, ihr schlägt Paris Saint-Germain. Ihr macht dies, ihr macht das. Und am Ende wirst du entlassen in deinem Urlaub. Mehr kriegst das von den Medien mit? Kriegst das nicht persönlich von den Bossen als erstes erfahren? Sorry. Ganz großes, dickes F an dem FC Bayern. Ich kann das nicht nachvollziehen. Und natürlich tut mir jetzt auch Thomas Tuchel leid, weil er ist ein großer Trainer und jetzt kommt er dahin und wird natürlich nicht so herzlich begrüßt wie andere Trainer, egal wer es ist, weil wir jetzt in so einer Situation sind, ey, Julian Nagelsmann war einer von uns Fans, gefühlt. Und es ist weg, er ist weg. So, und jeder Fan kann sich da nachvollziehen, weil wir alle diesen Traum gerne hätten. Und dieser Bruder hat es geschafft. Und wir waren stolz, so einen Trainer zu haben, der dieses Mir Samir in sich trägt. Und wir haben es auch in der Seitenlinie gesehen. Er hat sich mit Schiedsrichtern gebieft für uns. Er ist an der Seitenlinie gejubelt, gesprungen, alles. Ey, diese Reaktion gegen Paris, das war geisteskrank. Und jetzt ist das so. Es tut mir leid für Thomas Tuchel natürlich jetzt,
dass wir ihn nicht so herzlich entgegennehmen. Ich wünsche Thomas Tuchel alles Bestens bei uns und wünsche ihm auch viel Erfolg bei uns, definitiv. Und ich gebe dir auch allen Respekt und werde auch Thomas Tuchel den Rücken stärken. Definitiv. Definitiv. Es fällt uns aktuell schwer. Tuchel, gib uns auch Zeit. Aber ich sag euch so, wie es ist. Pratzu könnt sich oder unseren Vorstand könnt sich zum Depp der Nation machen. Inmitten in dieser Saison vor Borussia Dortmund und das nächste Spiel Manchester City ist, den Trainer zu entlassen. Und jetzt stellt euch mal vor, Tuchel schafft nicht gegen Dortmund zu gewinnen. Tuchel schafft nicht gegen City zu gewinnen. Wir fliegen aus der Champions League und wir fliegen aus der Meisterschaft. Wir gewinnen nicht die Meisterschaft. Wir können nicht rausfliegen. Ja. Und dann sind wir im DFB-Pokal und die Moral ist im Keller und wir fliegen im DFB-Pokal raus. Dieses Szenario möchte ich mir als Fan gar nicht vorstellen. Was für ein medialer Einbruch auf uns zutreffen kommt. Da kommt nicht eine Welle, da kommt ein Tsunami. Und das ist vielleicht das Einzige, was ich ein bisschen Julian Nagelsmann mit vorwerfen kann, dass er damit nicht so gut umgehen konnte, muss ich sagen. Mit diesen Medien. Und vielleicht war er da noch ein bisschen zu unreif. Deswegen Julian Abe. Ich habe es auf Twitter ja auch gepostet. Bitte. Komm eines Tages wieder zurück. Sie werden nicht ewig an der Spitze sein. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und zeig nochmal, dass du es besser kannst. Es ist nicht alles top gelaufen. Aber es ist eine schwierige Saison. Julian Abi, danke für alles. Und in diesem Sinne sage ich, auch genug geredet.